Fischer und das 1-0, Kevin Clark. Genau 2 Minuten gespielt, da steht er goldrichtig. Oh, da war das Lotz, aber auch sehr luftig verteidigt. Kevin Clark mit dem 1-0 nach genau 2 gespielten Minuten. Saisontor Nummer 4 und ja, da hat er einfach zu viel Platz, gar keine Frage. Kienzle ein bisschen unglücklich, liegt da glaube ich sogar noch vor. Und Kevin Clark, das ist ein HCD-Spezialist, in der letzten Saison in 6 Spielen. 5-mal getroffen und der Ausgleich, wunderbarer Schuss, was ist hier denn los? Simon Knack. Ich weiß nicht, ob es jetzt jung war. Schauen wir nochmal drauf. Ambühl. Gut gekreiselt. Ja, dann ist doch jung. Knack ist da links, der skatet dann auf die rechte Seite und jung ist es mit dem Tor zum 1-1. Ja, Wraparounds-Versuch. Nifferla, Scheibe ist im Tor. Teemu Turunen. Zweimal, dreimal nachgestochert. Und dann ist es der Finne mit seinem 2. Saisontor. Am 24. November hat er Geburtstag gehabt. Jetzt das verspätete Geschenk für sich selber. Einmal, nee, Scheibe ist immer noch frei. Zweimal, Scheibe ist immer noch frei. Und Turunen staubt ab zum 2-1 für die Bündner. Ja, da wischen sie noch vorbei und dann ist Turunen zerstört. Durchs Gewühl für Nygren und dass der einen Hammer hat, das ist durchaus bekannt. Wieder Ambühl. Klasse durchgesetzt und dann Ischia, den abstaubt. 3-1. 3 Minuten 25 Sekunden gespielt im zweiten Abschnitt. Eingeleitet von Ambühl hier gegen Clark. Gewinnt er den Zweikampf. Und dann reagiert Ischia da am schnellsten. Saisontor Nummer 3. Ja, Clark natürlich bitter, dass ein Schläger den Stock da verliert. Und Ischia muss nur noch abstauben. Weil die Scheibe da vom Plexiglas zurückspringt. Wunderbares Tor. Wow! Dexter Moser, Nando Eckenberger. Und da ist die Reaktion 2-3. Was ein Spiel. 25. Minute. Oder es wird dem besonders gut schmecken. Tor gegen den Ex-Club. Da behaupten sie den Puck super. Und das ist ein wunderbarer Beckenpass von Lehmann. Chapeau, das ist super gespielt von Marco Lehmann und der Abschluss von Eckenberger. Dann so gut, dass Meier nichts machen kann. Ja, da ist er chancenlos. Dann da Wurst ein bisschen Kontrolle übernommen. Und dann wurde es ausgeglichen. Ambühl, Ambühl! Durch die Hosenträger von Nifferla, der Shorthander. Ah, hier ist alles drin. Andres Ambühl mit dem Unterzahltor. Hier der Break. Das macht er eigentlich gar nicht so, glaube ich, wie er es will. Und behält dann trotzdem die Ruhe. Da weiß ich nicht, ob der so gewollt war. Da bleibt der Puck ein bisschen am Eis hängen. Er bleibt dann cool und muss dann doch. Ja, Ambühl in der Mitte schon wieder mit dabei. Herzog, Herzog! Nächstes Unterzahltor. Ja, gibt's denn das? 28. Minute. Der geht ins kurze Eck. Ah. Den wird Nifferla wahrscheinlich zurückhaben wollen. Aber auch da wieder geht's zu einfach, die Break-Möglichkeit. 2 Davose, die da Tempo aufnehmen. Ja, stellt die Scheibe da kurz, wahrscheinlich unabsichtlich auf und hat da natürlich 3 Davose gegen 2 in Rot. Unsauber gespielt von Baumgartner und jetzt vielleicht für Lothar. Die Break-Möglichkeit, Lothar auf und da vorne und er macht's! Sie zeigen doch nochmal eine Antwort. 3-5 nur noch, halbe Stunde gespielt. Jetzt die Davoser Defensive etwas indisponiert und Lothar eisekalt.
Hier Baumgartner. Puck springt, dann flattert und Lothar. Mann, nimmt der Tempo auf. Wie eine Eisenbahn. Einmal durchgezogen, nochmal nachgefeuert und dann ab dafür. Ambühl, Herzog funktioniert, da in die Aufstellung zu kommen. Da ist jetzt Fabrice Herzog für Thornton. Joe Thornton. Links in den Knick. 35. Minute. 6:3 HC Davos. Und Joe Thornton weiter mit einer Bierruhe. Sein zweites Powerplay-Tor in dieser Saison. Herzog, der gute Flip-Querpass. Und da ist Niffler wirklich ohne Möglichkeit. Das ist perfekt von Thornton. Gar nicht die optimale Position. Muss mit dem Schläger noch ein bisschen rangehen. Sehen wir es nochmal. Aber für ihn trotzdem kein Problem. Ein guter Vorcheck. Los, die nochmal mit dem langen Schläger. Und der nächste Treffer. Und bleibt der da cool. Kai Schweri, drittes Saisontor. Und da bin ich jetzt auf die Zeitlupe gespannt, wie lässig der vorm Tor stehen bleibt. Weil er weiß, heute geht alles, den mache ich. Wieser, das ist natürlich Harakiri, das ist grauenvoll. Super Schläger von Losley und dann zack, ja, den mache ich schon. So eine kleine Trainingsaufgabe, bisschen überspitzt formuliert. Und batz! Das ist Joe Thornton-Style. Publik gemacht, die positiven Fälle, die es vorher dann schon gab. Ein, zwei Tage vorher. Jetzt schauen wir erstmal auf Thornton! Doppelpack, Joe Thornton, 7:4. Big Joe mit dem Tor zum Sieg, Fragezeichen. Der Vorcheck wieder hier. Und dann hat er ganz viel Platz im Slot. Und macht in der 53. Minute vielleicht das entscheidende Tor. Doppelpack, Joe Thornton wieder übrigens die 11 Tore erreicht, wie beim ersten Duell. Oh, da ist das 12. Tor dieser Partie. Nico Dünner, sie kommen wieder zurück. 5:11 vor dem Ende. 5:7. Auch da Defensive, boah. Eigentlich sollte man es nicht mehr kommentieren, also das ist schon wow. Blockt den Weg frei, wischt an der Scheibe vorbei, ja, und Dünner dann halt zur Stelle. 5:7. Damit haben wir jetzt ein Tor mehr als beim Duell